Was ist denn los? Oh, Dr. Auge, ist es etwa wieder Zeit, eine weitere Folge Minecraft Ryan aufzunehmen? Schön, dass du mich geweckt hast. Wir haben nämlich heute einen weiteren wunderschönen Tag, ja? Hier in der Minecraft Region. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch natürlich auch, ja? Wir waren nämlich in der letzten Folge im Nether. Der Nether war super nice und wir haben da super viele tolle Sachen gefunden, wie zum Beispiel einen Fire Shard, ja? Und der Fire Shard kann es tatsächlich machen, dass er sozusagen mit einem Right-Click macht man einfach Lava mit dem. Das ist so mega nice. Aber wir werden ihn für etwas viel Besseres benutzen. Und zwar ist er nämlich der perfekte Brennstoff für Öfen. Sprich, er kann, wenn man den einmal da reinsetzt, dann wird der 1000 Sekunden lang, ja, also 20.000 Ticks, ja, wird der brennen. Sprich, wenn wir jetzt also hier Cobblestones reinstellen, dann wird das ewig lange brennen, ja, bis das alles aufgebraucht ist, wenn ihr versteht, was ich meine, ne? Und das ist auf jeden Fall super praktisch und das haben wir natürlich hier im Nether gefunden und das ist eine sehr tolle Sache, weil im Nether findet man meistens immer die viel, viel heftigeren Sachen als die normalen Sachen. Ihr versteht auf jeden Fall, was ich meine. Dr. Auge, ich habe eine kleine Aufgabe für dich und zwar müssen wir nämlich kurz das erledigen. Wenn wir nämlich schon mal den Tag hier beginnen, müssen wir ihn natürlich auch so beginnen, dass es hier alles natürlich super produktiv wird. So, du hast eine ganz spezielle Aufgabe heute, Dr. Auge, die wirklich in großen Händen liegt, ja? Du musst heute versuchen, einen Diamanten zu finden, mindestens einen, ja? Und dann musst du irgendwie noch auf irgendeine Art und Weise es hinbekommen, den Lapis Lazuli zu finden. Glaubst du, du kriegst es heute hin? Bist du dir da ganz zuversichtlich? Ja, super Sache. Dann würden wir es einfach sagen, dann würde ich einfach sagen, unsere Wege trennen sich, indem du in die Dings reingehst, in die Mine. Und ich gehe nochmal kurz nach hinten, ne, zu den Schafen, weil heute haben wir nämlich zwei Sachen geplant. Heute möchte ich euch vorstellen, was ich eigentlich in der letzten Folge gesagt habe. Wir haben nämlich einen Grund gehabt, warum wir eigentlich in den Nether gegangen sind. Klar, wir haben den guten alten Lars oder so dort getrollt. Das ist natürlich kein Geheimnis. Aber wir haben natürlich noch was anderes gemacht. Sprich, wir müssen nämlich heute einen ganz besonderen Block craften. Und ich habe eine ganz coole Mission. Und ich habe mir einen perfekten Troll überlegt. Weil wir haben nämlich hier in der Dingsterbumster, im Questbuch, haben wir nämlich hier stehen, der gute alte Schurke, dass man beide Mitspieler trollen muss und man dafür gerade mal nur einen einzigen Punkt bekommt, ja, und wir halt auf jeden Fall heute zwei Quests hinbekommen, weil wir können nämlich erstmal was vernichten, was dem Spieler irgendwie ein bisschen gehört, ja, das werden wir machen und wir werden natürlich beide Mitspieler trollen und ich habe mir da schon so einen perfekten Troll ausgedacht, ja, da werdet ihr euch wirklich denken, what the fishery do, Roman, wie bist du nur auf so eine dumme Idee gekommen, ja, und man muss schon sagen, ich habe mich da wirklich mal eine Zeit lang hingesetzt, weil bei Dragon ist es meistens immer so, bevor wir überhaupt Dragon aufnehmen, überlege ich die ganze, die kann man glaube ich immer ganz gut mitnehmen, wenn man Flo trollen will, ja, das funktioniert immer wunderbar mit den Kürbissen. Das ist ja eigentlich ein Traum mit den Kürbissen. Die kann man einfach so hier nehmen, ja. Ich glaube, ich habe sogar eine Axt dabei. Dann funktioniert das, glaube ich, sogar ein bisschen zügiger mit dem Abbauen. Ich habe sogar leider keinen Inventarplatz, ja. Ich bin leider ein kleiner Rowdy. Ihr kennt es ja von mir, dass ich die ganze Zeit nur am Schrott im Inventar habe, ja. Was soll man denn da machen? Das Leben ist hart, ja. Wir können uns, glaube ich, hier nochmal den kleinen Pumpkin hier nochmal mitnehmen. Und dann müssen wir nochmal kurz eine Dings-Ausschau halten. Sag mal, ist das da Schnee auf dem Baum? Tatsächlich haben wir hier noch ein Schneebiom ein bisschen am Start. Beziehungsweise so ein kleines Schneebiom. Wobei ich glaube, ich denke, dass die Wolle, die wir gefarmt haben, auf jeden Fall ausreicht, weil wir haben natürlich heute so viel zu tun, dass wir gar nicht trödeln dürfen. Sprich, wir haben heute einen Troll zu tun. Wir müssen unsere Burg natürlich verbessern und natürlich die Sache, die ich in der letzten Folge schon gezeigt habe. Und zwar bauen wir so Anti-Blöcke. Die Anti-Blöcke können wir uns nämlich auch jetzt super simpel craften, weil wir nämlich in der letzten Folge mit dem guten alten Dr. Auge im Never waren und dort den Glowstone-Regen gemacht haben. Falls ihr den Glowstone-Regen nicht gesehen habt, der war mega lustig. Und zwar war nämlich Glowstone mega, mega weit an der Decke und daher, dass Dr. Auge nämlich immer einen dicken Laser schießen kann, ja, dann hat er mir halt eben diesen gesamten Glowstone von der Decke geschossen und das ist alles auf mich herabgeregnet und ich musste das nur noch aufsammeln. Das ist so cool gewesen, ja, und das hat auf jeden Fall natürlich jetzt alles seinen Sinn und Zweck. So, was wir jetzt aber auf jeden Fall machen müssen, ist natürlich auch unsere Burg ein bisschen gewalttätiger aussehen lassen, ja, so dass die halt ein bisschen kräftiger, ein bisschen mächtiger aussieht und da habe ich ja jetzt in der letzten Folge nochmal neben dem Glowstone und dem ganzen Zeug was ganz Besonderes gesucht und zwar habe ich nämlich das gute alte Magma-Block, ja, hier gefunden, ne? Und die sehen mega nice aus. Wenn man das nämlich um unsere Burg baut, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das mein Haus abbrennen wird, aber ich denke, glaube ich, eher nicht, weil mein Haus ist sowieso komplett aus Stein gebaut, ja? Da kann man, glaube ich, die Magma-Blöcke hinplatzieren. Dann seht ihr, wie krass das aussieht, ja? Das werden wir jetzt hier um unsere Dings herumziehen, ja? Um unsere schöne Burg, weil wir sind ja nicht so wie der Chaos 44 und bauen uns da irgendwelche Gräben mit Wasser hin oder sowas in
in der Art, ja. Das, ich meine, welchen Gegner, ja, solltest bitte schön am Einbrechen in eine Burg hindern, wenn da ein Wassergraben ist? Vielleicht die Gegner, die nicht schwimmen können. Aber ich kann schwimmen und ich glaube, ihr könnt es auch. Genauso wie diese eine Frau. Weil schaut euch mal an, was ich hier gemacht habe. Wenn die jetzt nämlich hier drüber läuft, hä? Komm mal kurz hierher, lauf mal über den Magma. Hey, geh jetzt auf den Magma drauf. Ey, what the fish are you doing? Das hilft nicht. Die Magma-Blöcke sind zu schwach. Oh Gott, ey, die Frau. Jetzt kommt, glaube ich, noch der kleine Pilzmann. Das kenne ich nämlich auch noch. Diese Pilzmänner sind so nervig. Das ist der Wahnsinn. So, und auf jeden Fall wird uns dieser Magma-Boden irgendwie schon helfen können, ja. Wir können, glaube ich, sogar auch Items da drauf irgendwie verbrennen. Nee, funktioniert sogar nicht, aber wenn man da drauf steht, sehen wir den Damage, den man da bekommt, ja. Da hat man auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden, weil Magma ist nämlich ganz schön heiß. Ich weiß jetzt nicht, ob man weniger Damage bekommt, wenn man Schuhe anhat, aber wird schon irgendwie klappen. So, wir haben nämlich noch super viele Sachen im Inventar. Wo sind eigentlich meine Steaks? Da sind meine Steak-Redinos, ja. Und da werden wir wahrscheinlich demnächst gleich alles nochmal kurz ausbauen, ja, damit es hier alles nochmal ein bisschen feuriger aussieht. Hey, Dr. Auge, was geht, Alter? Sag mir nicht, dass du jetzt schon die Mann. Lapis Lazuli. Perfekt, Alter. Das ist genau das, was wir gebraucht haben. Super Sache. Ja, das ist schon ein bisschen zu viel, muss ich tatsächlich sagen. Warte mal, was kann ich denn hier wegschmeißen? Ich habe so viele Sachen hier im Inventar. So, dann nehmen wir mal kurz hier dieses ganze Zeug. Alter, du hast... Wie viele Diamonds hast du gefunden? What the fish? 5 Diamonds haben wir jetzt. Perfekt. Weil damit können wir nämlich das machen, was wir eigentlich in der letzten Folge machen wollten, was ich jetzt eigentlich noch gar nicht fertig habe. Guckt euch das mal an. Seht ihr das? Da ist nur ein einziger Fireshot drin. Ein einziger. Und guckt mal, wie viel Feuer da weggegangen ist. Wir können damit 1000 Sekunden lang brennen. 1000. Dr. Auge, komm mal kurz her. Ich habe noch mal einen kleinen Job für dich, weil du hast gerade eben bestimmt ein paar Steine gesammelt. Du musst jetzt alle diese Öfen voll mit Dings machen. Voll mit Cobblestones vollhauen. Ja, sodass da alles voll ist bis zum geht nicht mehr. So, weil diese Fuel Shards, die ich da drin habe, die können alle dafür sorgen, dass da genug Dings Stone gebrannt wird. Weil für unser heutiges Vorhaben natürlich, ja, müssen wir natürlich auch was machen. Außer in einem Ofen müssen wir was anderes brennen, Dr. Auge. Da gebe ich dir gleich mal kurz was. Und zwar brauchst du nämlich das ein bisschen und dann brauchen wir aus einer anderen Kiste das hier nochmal. Guck mal, du musst nämlich diesen Sand hier nehmen und in einen Ofen musst du Sand reinpacken, weil wir nämlich heute Glas brauchen für das Vorhaben. Und wir können nochmal hier kurz an unsere Kisten gehen und kurz ein bisschen was verteilen. Und um ehrlich zu sein, sind natürlich unsere Kisten auch nicht unbedingt die besten und geschütztesten, ja. Weil irgendwie kann jederzeit jemand bei uns einbrechen und irgendwie was klauen. Wir haben zwar richtig viele Pumpkins und sowas in der Art, ne, aber das hilft uns auch nicht weiter. Aber was ich auf jeden Fall heute machen kann, guck mal, dafür, dass du heute so viel Lapis Lazuli gefunden hast, ne? Hast du hier ein bisschen was zu essen? Yeah! Na? Schmeckt es dir, Dr. Auge? Hoho, also es macht schon Spaß, den Dr. Auge zu füttern. Hättet ihr vielleicht auch mal Bock, den guten alten Dr. Auge zu füttern? Weil ich muss schon sagen, so ein Auge mit Experience Bottles abzuschmeißen, das hat schon was, ja? Das ist schon irgendwie ein bisschen elegant, ja? Kann ja nicht jeder machen. Ich meine, nicht jeder schmeißt jeden Tag ein fliegendes Auge mit irgendwelchen Experience Bottles ab, ne? Das ist nicht der Alltag. So, den Sunstone legen wir da auch mal rein. Wir haben sogar noch ein Telepad, ja? Wir haben hier 33 Lapis Lazuli. Damit können wir definitiv was anfangen. Und zwar müssen wir nämlich mit diesem Lapis Lazuli als auch, warte mal, haben wir nicht auch hier irgendwo den roten Farbstoff gebaut, ja? Brauchen wir nämlich heute 3 Farben. Ja, für unser Vorhaben brauchen wir 3 Farben und ich würde sogar sagen, ihr könnt ein bisschen, Dings da ein bisschen mitraten. Ja, und zwar machen wir das nämlich so, dass ich nämlich 3 blaue Blöcke brauche, 3 rote Blöcke und dann brauche ich nochmal 3 weiße Blöcke. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt nochmal irgendwo 3 weiße Blöcke habe, ansonsten schicke ich da einfach mal kurz den Dr. Auge kurz nochmal hin. Ey, Dr. Auge, kannst du nochmal kurz mir einen Gefallen tun? Und zwar, hast du schon das Glas reingemacht in den Ofen? Hast du das schon reingemacht? Supi. Pass auf, du, ich gebe dir mal kurz eine Schere mit, flieg mal nochmal kurz in den Dings, in den Wald, weil du bist ein bisschen schneller als ich und scher mal nochmal kurz ein weißes Schaf. Das ist ganz wichtig, dass es ein weißes ist, ja? Kein rotes, kein braunes, kein gelbes, kein grünes und pass auf, wie du fliegst. Flieg nicht gegen den Baum, ja? Pass auf dich auf. Ach Mann, immer diese jungen, fliegenden Dr. Augen. So, wir haben jetzt, glaube ich, hier sogar schon ein bisschen was gemacht. Guckt euch das mal an, wie viel Steine wir schon gebrannt haben und wie viel Energie da immer noch drin ist. Das wird noch richtig, richtig lange brennen können, weil nämlich dieser Zunderstoff, den wir da haben, der wird ewig lang brennen. Das ist super tolles Zeug. So, wir haben jetzt hier den Stone gebraten. Super Sache. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall den Stone noch nicht. Wir brauchen nämlich nur das Glas, denn wir wollten uns nämlich ein Upgrade bauen. Und zwar das Upgrade von Gold auf Diamond. Das geht ganz gut. Und zwar brauchen wir genau dafür diese 2 Diamonds als auch ein Gold. Und ich glaube, ich kann das Crafting Recipe natürlich auswendig. Als der gute alte King im Craften, ne, gehe ich natürlich zum guten alten Crafting Bench Dings da. Pack hier das Glas hin, dann in die Mitte das Gold. Und ich habe natürlich die Diamonds vergessen, weil ich nämlich der King
Pinguinen craften. Ja, so, okay, warte. Das heißt, wir machen das nochmal neu. Das Glas kommt unten hin, das kommt dahin, das Gold kommt in die Mitte und links und rechts ein Diamond. Yee, Gold to Diamond Chest Upgrade. Und wenn wir jetzt Rechtsklick hier drauf machen, boom, haben wir jetzt das Diamond-Kisten-Upgrade. Dings da, booms da, yeah, yeah, yeah. Yo, man, yo, man. So, das heißt, wir haben also hier alles, was wir brauchen. Wir haben hier unsere Anti-Blöcke, ja, die werden wir heute vor, Dings herstellen. Nicht vergessen, wir haben jetzt so viel Platz, um hier so viel Zeug reinzumachen, weil wir haben nämlich so viele Sachen, die wir nicht brauchen. So, oh, hast du schon was gefunden, Dr. Auge? Oh, du bist so ein kleiner, schneller Fratz, ne? Ist der Wahnsinn. So, wir haben jetzt nochmal 7 Wolle, das heißt, du hast da also ein paar mehr Schafe gefunden, ne? Supi, dann würde ich nochmal kurz sagen, wir erledigen nochmal kurz was, Dr. Auge, und zwar brauche ich nämlich nochmal kurz deine Hilfe. Und zwar habe ich nämlich hier ja diesen Graben so ein bisschen gemacht, ja? Du siehst ja das mit der Lava, wir sind ja ein bisschen schreckenerregender als die anderen. Pass auf, wir machen das kurz so. Wir machen wieder einen Wettbewerb, wir müssen tatsächlich kurz die Blumen hier an einen anderen Ort verlegen. Die sind auf jeden Fall so ein tolles Erinnerungsstück. Die dürfen wir natürlich nicht wegwerfen. Ich würde sogar sagen, wir platzieren die einfach hier hin. So, haben wir hier ein paar Blümchen. Das sind deine Blumen, die du mir damals geschenkt hast, weil du dich nämlich entschuldigt hast. So, und wir machen das jetzt kurz so. Du musst nämlich 3 Reihen um das Dings-Schloss hier herum. Ja, musst du kurz freigraben, damit wir da diese Dings-Magma-Blöcke haben. Und du musst dich beeilen und ich beeile mich auch, okay? Das heißt, es beginnt. Okay, du kannst schon mal ein bisschen vorgraben, damit du so weit bist wie ich. Und dann machen wir ein Wettrennen. Und derjenige, der schneller ist, gewinnt, okay? Warte mal, ich helfe dir nochmal kurz weiter. Du darfst jetzt nämlich von der Burg aus 1, 2, 3, 4 Blöcke rausbauen. Dann sind wir gleich. Aber warte, warte, warte. Ich bin Schiedsrichter. Nein, das ist schon zu weit. Eins, zwei, drei. Nee, 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 nee. Das müssen wir hier wieder zubauen. So. Und dann machen wir es gleich so. Wer schneller ist, okay? Auf 3 geht's los. Auf los geht's los, okay? Nicht auf 3. Okay. Dann 3, 2, 1. Los! Okay. Oh Gott, ich glaube nämlich, der Dr. Auge ist inzwischen ein bisschen schneller geworden. Oh nein, hoffentlich bin ich schneller als er. Oh! Wir werden es, glaube ich, gleich in der Mitte sehen, wer schneller ist von uns beiden. Aber ich versuche natürlich mein Bestes. Das einzige Problem ist natürlich, dass ich keine Diamond-Schafel habe. Oh nein! Oh nein, da kommt eine Pilzfrau, die mich angreift. Das ist unfair. Stopp, Pause! Oh nein, ich werde... Okay, gut, ich muss sagen, ich habe da leider keine Chance gehabt. Okay, alles klar. Aua, da sind jetzt wieder die Pilzmänner. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte, bitte, bitte. Du, oh Gott, die Pilzmänner sind so stark, Alter. Die sind so heftig, die Pilzmänner. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hast du, warte. Ich verstecke mich nochmal kurz hier oben drauf. Oh Gott, warte mal. Ich muss da jetzt irgendwie einen kleinen Plan überlegen, wie ich das irgendwie gewinnen kann. Oh, mein Herz klopft wieder. Okay, warte mal, ich muss nochmal kurz nach hinten gucken. Einer läuft mir noch hinterher. Warte, vielleicht kriege ich den. Okay, das sind 2 Stück. Ich versuche. Okay, zack, getroffen. Zack, getötet. Dann den hier getroffen und nochmal getroffen und nochmal getroffen. Die sind so heftig zu treffen. Das sind so nervige Dinger, diese Pilzmänner. Alter, das ist richtig krass. So, Dr. Auge, okay, ich gebe es zu. Diesmal warst du schneller. Einmal bin ich schneller, einmal bist du schneller. Und jetzt müssen wir das gemeinsam hier mit Magma-Blöcken voll machen. Du hast ja auch nochmal ein paar Magma-Blöcke im Never gefarmt. Deswegen müssen wir das hier alles nochmal kurz mit einem Magma-Graben außenrum machen, damit es hier nochmal ein bisschen mächtiger aussieht. Dann können auch die Leute, dieser Magma-Graben ist dann auch gleichzeitig dafür da, dass die Leute nicht zu nah an unsere Burg rankommen können, ja? Es ist nämlich vom Vorteil, dass irgendwie, wenn zum Beispiel jemand zu uns herkommt und uns angreift, ja, und die Tür ist zu, dann können die trotzdem irgendwie so hier reinspringen in dieses Ding da. Warte mal, ich versuche mal kurz, ob das überhaupt funktioniert. Warte, dann könnt ihr hier drin stehen, ja, und dann ist hier halt eben diese Schadenszone, ja. Klar, es macht nicht zu viel Schaden, aber trotzdem erschreckt es einen, wenn man da drauf geht und dann denkt man, oh nein, ich bekomme Schaden, wisst ihr? Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Alternative, um Leute irgendwie fernzuhalten. Sag mal, Dr. Auge, kannst du mir vielleicht ein paar Magmable... oh Gott, bist du schnell. Du bist ja so ein schneller, schneller Builder, ja, das ist ja der Wahnsinn. So, kannst du mir vielleicht nochmal ein paar mitgeben. Ich bin gleich vor dir. Ich brauche nämlich auch ein paar, weil dann würde ich dir gleich beim Bauen helfen, ja, und dann kann ich schon mal den Leuten erklären, was wir nämlich heute für einen Troll vorhaben. Und zwar ist nämlich unser Troll ganz cool, ja. Es geht nämlich um den Flo. Wir haben ja nämlich den Lars in der letzten Folge getrollt und in der jetzigen Folge werden wir ja den guten alten, in der letzten Folge haben wir Lars getrollt, genau, so war das, ja. Und in der jetzigen Folge werden wir den guten alten Flo trollen. So, und da habe ich mir nämlich was ganz Besonderes vorgeknöpft und zwar haben wir nämlich hier dieses Chunk-System, ja. Das Chunk-System ist ja schön und gut und wir haben ja alle unsere Probleme bezüglich dem Chunk-System. Und zwar, haben wir natürlich nicht alle genug Chunks, um bisher alles voll zu claimen. So, und beim Flo ist es eine ganz lustige Geschichte. Und zwar hat der sich nämlich eine Statue gebaut, ja? Und zwar hat er sich nämlich eine Statue gebaut, wie wir sie jetzt gleich nochmal kurz bauen können. Und zwar sieht es nämlich so aus. Wir haben nämlich eine Idee, wie wir eine perfekte Statue von mir bauen können, ja? Oder von Dr. Auge. Oder wir fusionieren das einfach irgendwie. Und das machen wir ganz easy mit den Steinen, die wir hier eigentlich alle gerade eben gebrannt haben. So, nehmen wir mal kurz hier die Steinchen. Da ist Glas drin, brauchen wir nicht. Hier nochmal mehr Steinchen. Und dann nehmen wir nochmal kurz diese ganzen Glas
Slowstones, die wir uns da gefarmt haben und machen uns jetzt nochmal was ganz Cooles. Und zwar, wenn man das nämlich hier in der Masse macht. Ja, warte, das heißt, wir machen hier nochmal ein bisschen mehr. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen mehr Stein und dann haben wir hier nochmal ein bisschen mehr Stein. Ach ja, der gute alte Stein. So, das heißt, wir haben also hier nochmal, machen wir mal kurz hier nochmal alles voll. So, das dürfte jetzt auf jeden Fall genug sein. Und daraus können wir uns jetzt nochmal, boom, richtig viele Antimaterienblöcke bauen. Vielleicht nochmal 8 Stück, supi. So, damit haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Und dann nehmen wir uns kurz unseren Chisely Dizzly. Wo ist denn unsere Chisely Dizzly? Ich glaube, ich habe den hier in die Diamondly Schneimely Chest gelegt. Genau, da haben wir sogar noch ein paar 8 Dings Materienblöcke drin, mit denen wir jetzt nochmal was ganz Besonderes craften können. Upsi, da habe ich jetzt kurz einen nochmal hingesetzt. Warte, wo ist denn meine Pegax, die mir der gute alte Dr. Auge geschenkt hat? Supi, so. Haben wir natürlich hier nochmal, warte mal, wir essen nochmal kurz ein Steak. Warte, bist du schon fertig, Dr. Auge? Supi, die Magma-Festung. Schaut euch das mal an, wie cool das aussieht. Warte mal, wenn wir nämlich hier kurz drauf gehen, dann sehen wir nochmal, oh Mama de Mia, de Pizzeria, schaut euch das an. Ist das nicht eine schöne Burg? Sieht die nicht mächtig aus? Guck mal, da traut sich ja kein einziger Mob dran. Also ich muss schon sagen, das ist eine echt gute Arbeit. Dr. Auge, wir müssen jetzt aber nochmal kurz das machen. Und zwar müssen wir nochmal kurz diese Baumstämme, du machst kurz den anderen Baumstamm, ich mache hier kurz den, müssen wir kurz eins weiter nach vorne verlegen. Und zwar schau mir da einfach mal zu, Dr. Auge. Und dann kannst du da einfach mal gleich draus lernen. Ja, das ist natürlich hier nicht das Problem. Sprich, wir nehmen nochmal kurz hier diese ganzen Baumstämme und bauen das nochmal kurz um. Fürs Erste dürfte das eigentlich so reichen, ne? Bauen wir das einfach mal so hoch, wie es eigentlich war. So, so, so. Ne? Und dann, oh Gott, das ist ja schon viel zu hoch. Oh Gott, da habe ich jetzt meine eigenen Baumstämme schon mitgenommen. Ich glaube, das dürfte eigentlich tatsächlich schon reichen von der Höhe her. Oh, da gut, Dr. Auge, du hast ja gar nichts gemacht. Okay, warte, das heißt, ich mache jetzt kurz mal hier nochmal so, damit wir das nochmal kurz eins weiter nach vorne verlegen können. Vielleicht machen wir es einfach sogar so. Dann ist es vielleicht sogar noch ein bisschen schneller. Und zwar habe ich nämlich eine kleine Vision beziehungsweise eine kleine Idee, wie wir das machen können. Sprich, wir müssen uns ja eine eigene Statue bauen. Ja? Diese eigene Statue können wir richtig cool bauen. Und zwar haben wir nämlich hier diesen Chisel. Da packen wir den Anti-Block rein und machen uns einfach mal ein paar schwarze Blöcke draus. So, die schwarzen Blöcke nehmen wir einfach mal so und die können wir dann einfach mal so kombinieren und dadurch bekommt man dann halt eben diesen Style. Das sieht mega nice aus erstens, ja. Und dann machen wir uns erstmal hier kurz diese ganzen schwarzen Blöcke, weil unsere gesamte Statue wird natürlich aus schwarzen Blöcken bestehen, weil nämlich als auch ich beziehungsweise, also ich bin schwarzer Enderman und der gute alte Dr. Auge ist ja auch ein Enderman, weil er nämlich auch ein Enderauge ist, ja, und das ergibt natürlich alles gut Sinn. Pass auf, komm mal her, Dr. Auge, ich gebe dir mal kurz ein paar Blöcke mit, ne, ich mache hier mal noch mal ein paar mehr schwarze Blöcke, damit wir natürlich schneller zusammenbauen können, damit hier keiner irgendwie faul da sitzt und dann können wir beide hier kurz zusammen ausfüllen, so, und dann mache ich mir gleich selber nochmal welche und dann können wir hier nochmal kurz bauen und zwar müssen wir ein paar Blöcke nach oben bauen, das ist aber, glaube ich, kein Problem, geht recht, recht fix. So, ich glaube, die ganzen Blöcke, die ich dir da gerade eben gegeben habe, die dürften, glaube ich, reichen. Bin mir halt nicht sicher, wie hoch wir das eigentlich bauen müssen, aber ich würde sagen, das geht hier eigentlich. So, noch auf jeden Fall eine Schicht höher. Ich würde sogar vielleicht sagen, warte. So, wir haben jetzt hier so, warte mal, Dr. Auge, ich muss jetzt nochmal kurz gucken. Aua, so, auf jeden Fall noch höher. Auf jeden Fall, ich glaube, wir brauchen noch 2 Schichten. Ja, 2 Schichten würde ich sogar noch sagen. So, letzte Schicht hochbauen. So, so, so. Genau, jetzt müssen wir das hier nur noch voll bauen. Und die letzten Anti-Blöcke nehmen wir jetzt so. Dann packen wir die hier rein. So, und machen daraus Anti-Blöcke in komplett grün. So, viele Leute werden wissen, was ich jetzt daraus craften werde. Und zwar machen wir nämlich hier. Warte mal, wie war jetzt mein eigenes Gesicht? Ich ziehe mal nochmal kurz mein Dings aus. Genau, links und rechts sind die guten alten Augen. Sprich, ich mache also, hier mit der Eisenpickaxe mache ich hier in der obersten Schicht, so, mache ich genau die 2 hier weg, so, und dann mache ich die 2 hier weg, so, und dann haben wir hier, oh nein, ich glaube, ich habe das falsch gebaut, oder? Eigentlich dürfen nur 2 Blöcke in der Mitte sein, sprich, wir haben den 1 zu breit gebaut. Okay, gut, das ist kein Problem, warte, das heißt, ich mache hier mal kurz 2 Blöcke hin, und dann mache ich hier 2 Blöcke hin, so, und dann müssen wir, warte, ich krieg das hin, hier nochmal einen Anti-Block reinsetzen, so, und dann haben wir hier diese 2 Blöcke und diesen einen Part hier müssen wir komplett abbauen tatsächlich, wir haben ihn doch ein bisschen zu dick gebaut, genau, richtig, und dann haben wir das jetzt so und dann ist es wie so eine kleine Statue, die wir so haben von meinem Kopf, ja, und dann eigentlich können wir da auch noch so eine Art Mikrofon oder sowas hinbauen, vielleicht würde das auch funktionieren, warte, vielleicht funktioniert das, wenn ich jetzt hier so ein bisschen drumherum baue, ne, oder wir machen es einfach gleich so, das ist, ich glaube, auch eine gute Idee, wir nehmen einfach diesen Chiselblock, packen den hier wieder rein und dann machen wir daraus einfach irgendwie so eine Art einen blauen oder sowas. Ich glaube, das Blaue geht auch irgendwie klar. Und dann machen wir hier unten vielleicht einfach dieses Mikrofon hin. Vielleicht würde das ja funktionieren und dann würde das ganz cool aussehen. So, und dann machen wir hier so und dann theoretisch also so und dann nehmen wir nochmal den Chisel. Oh, jetzt bin ich runtergefallen aus Versehen.
Dr. Auge, du musst mir jetzt nochmal einen kurzen Gefallen machen, weil ich nämlich runtergefallen bin. Nimm, aua, diese Antiblöcke hier, ja. Und dann mach die erstmal so, dass ich da sozusagen Kopfhörer habe. Oder, warte mal, ich habe eine Idee. Schieß einfach das Mikrofon ab. Das Mikrofon sieht blöd aus. Bau mir da einfach Dings Kopfhörer hin mit diesem grünen Ding, okay? Ich glaube, das würde, glaube ich, ganz cool aussehen. Ich beobachte das hier einfach mal von hier unten, ne? Und mache hier so lange meine ganze Sauerei mit dem ganzen Dirt weg, was ich da hier aufgebaut habe. Dann haben wir da nämlich Kopfhörer außen. What the fish, Alter? Das war gerade eben ein Creeper. Okay, das ist, glaube ich, nicht so nice gewesen, ne? Oh, oh, der war auch die ganze Zeit da unten. Ich habe ihn sogar gesehen, aber leider habe ich ihn vergessen gehabt. So, nochmal die letzten zwei Blöcke. Oder das ist sogar der letzte da oben. Oh, das war jetzt natürlich ein bisschen Pech, dass der nochmal übrig geblieben ist und wir den nicht erreicht haben. Oh, seht euch mal diese Kopfhörer an. Oh, 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 oh. War da gerade eben wieder irgendwo ein Creeper-Geräusch? Ich habe nämlich gerade eben irgendwie ein bisschen Panik vor Creepern. Oh, ja, die hätte man vielleicht ein bisschen hübscher bauen können. Ach, ich würde sagen, fürs Erste reicht es. Okay, gut. Dr. Auge, das passt mit den Kopfhörern. Wir werden die wahrscheinlich irgendwann mal irgendwie umbauen. Aber was wir natürlich heute machen werden, ist natürlich mit unseren drei Blöcken wo ganz Besonderes hingehen. Und zwar bewegen wir uns nämlich heute zum guten alten Chaos Joe 44. Ja, der Chaos Joe 44 ist natürlich jemand... Aua, what the fish? Wer schlägt mich hier? Hä? Woher bekomme ich Schaden? Woher kommt der Schaden? Hä? Was ist das denn? Da ist irgendwas, was Schaden macht. Hä? Warte mal, ich esse am besten nochmal kurz mein Steak, damit ich hier nochmal ein bisschen regeneriere. Was ist denn da drin? Was ist denn hier im Dings drin, im Berg? Es ist gerade eben gestorben. Ey, yo, yo, Dr. Auge, warte mal. Lass uns mal kurz da reingraben. Was ist da drinne gerade eben gewesen? Ist da etwa gerade eben irgendjemand gestorben? Dr. Auge, mach mal, wir schauen da einfach später irgendwann mal nach, weil irgendwie, Dings, zerbricht es nämlich gerade unseren Plan. Ich weiß nicht, was gerade eben im Berg drinne gespawnt ist oder sowas, aber ich glaube, es war irgendetwas Großes, weil, es hatte nämlich eine riesige Spawn-Dings, einen riesigen Spawnplatz sozusagen. Und es hat mir mega viel Schaden gemacht, obwohl ich nur in der Nähe war und ich das nicht mal gesehen habe, weil es nämlich in der Wand selber stecken geblieben ist. Junge, was war das für ein riesiges Ding? Alter, hier, die Palmen sehen mega hübsch aus. Ne? Ich muss schon sagen, dieser Ort hier ist allgemein einer der hübschesten Orte hier in Minecraft Dragon. Und wir wohnen da sogar direkt gleich dran. Das ist eigentlich voll das Privileg. Und ich glaube, wir machen uns sogar irgendwie so einen Lufthafen oder sowas. Aua! Nein, bitte nicht! Oh, bitte geh weg, du kleiner Pilzkerl, du bist so schlimm. Ich hasse diese Pilzkerle, die sind so stark. Ich meine, wie kann bitte schon ein kleiner Pilzkerl so viel Schaden anrichten? Oh Mann. So, gehe jetzt erstmal hier kurz nochmal durch das komische Ding hier. Und das, was ich natürlich meinte, ist jetzt diese eine Figur vom guten alten Flo. So, wir kennen nämlich hier diese Österreicher Flagge. Ja? Und viele Leute verstehen natürlich jetzt, glaube ich, hat es bei den meisten Leuten Ding gemacht, ja, weil ich nämlich hier viele verschiedene andere Farben in Wolle mitgenommen habe. So, Dr. Auge, wir begehen uns nochmal kurz hier nach oben zu dieser tollen Figur. Und wir machen nämlich kurz was. Und zwar gehen wir dahin. Warte mal, nicht die Blöcke abbauen, weil ich brauche nämlich kurz eine Anleitung, damit ich es perfekt 1:1 gleich nachbauen kann. Damit es natürlich nicht auffällt. So, wir bauen uns kurz mit Dirt hoch, damit wir das perfekt wieder abbauen können. Und wir machen jetzt nochmal kurz was ganz Besonderes. So, okay, wir bauen uns jetzt mal kurz hier hoch. So, und dann müssen wir kurz die erste Schicht hier abtragen. Die erste Schicht abtragen. Sag mal, Dr. Auge, hast du vielleicht noch meine Schere dabei oder sowas? Weil ich habe dir ja meine Schere gegeben für die Schafsgeschichte. Da, ja. Und die bräuchte ich jetzt gerade eben. Gerade ist wirklich wichtig, weil sonst... jetzt ist die Schere runtergefallen. Kannst du sie bitte hochholen? Dankeschön, Dr. Auge. So, genau. Schmeiß sie am besten hier so quer hin, damit die hier so landet. Supi. Dann nehmen wir die gleich mal so in die Hand, weil hier kommt nämlich was ganz Besonderes hin. Und zwar kommt hier jetzt nämlich die Farbe Weiß drauf. So, die Farbe Weiß. Oder, warte mal. Ich würde sogar sagen, wir machen uns sogar ein bisschen... Oder, nee, wir machen es so. Das passt schon so. Alles klar. So, das heißt, wir machen hier die Farbe Weiß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir haben sogar ein bisschen zu wenig Farbe dabei. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Vielleicht können wir es sogar färben. Okay, warte mal. Dr. Auge, ich habe sogar eine kleine Idee. Warte, wir haben sogar noch ein bisschen Lapis Lazuli da, um nochmal eine Farbe von Blau zu machen. Super. Und Rot haben wir auch 4 Stück. Supi, supi, supi. Das reicht sogar perfekt aus. Wir brauchen nicht mal Rot, fällt mir gerade eben ein. Oh, ich bin so ein Dussel. Aber das wird jetzt perfekt aussehen. Das wird so cool werden. So, weil wir müssen jetzt einfach nur zwei Farben hier, beziehungsweise zwei Reihen ändern. Die untere Reihe kann sich sogar sehen lassen. Ja, das ist sogar perfekt. So, und dann machen wir hier nochmal kurz. Und dann packen wir hier das gute alte Blau hin. So.
So, jetzt, oh nein, uns fehlt ein blauer, aber warte, ich kann mir natürlich nochmal einen weiteren blauen craften, super, jetzt haben wir 4 von den blauen, so, und jetzt zack, den letzten dahin, also ich muss sagen, der gute alte Flo, der weiß einfach, welches Land das allerbeste ist, also ich muss schon sagen, die Flagge, die er da hält und alles drum und dran, das ist ja der Wahnsinn, super Sache, ha, ist das nicht hübsch, ist das nicht der Wahnsinn, guckt euch das an, hoho, ist das nicht eine tolle Flagge, also ich muss sagen, der Flo, der weiß, wie es läuft. Und das ist ein perfekter Troll. Und deswegen können wir tatsächlich unser Buch hier nehmen und Trolle beide Mitspieler abhaken und den Punkt kassieren. Oh yeah! Ich hoffe auf jeden Fall, dass der Troll euch heute gefallen hat. Falls euch der Troll gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Man sieht sich auf jeden Fall in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao!